Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 2, der Dennis spielt das. Wir fahren heute einen ICE von München nach Augsburg, beziehungsweise andersrum. In der Folge Stromnotlage. Wir schauen, was uns heute so erwartet und hoffen, dass unser ICE trotzdem pünktlich dein Ziel erreicht und werden jetzt erstmal in diesen Zug einsteigen und ihn aufrüsten und mal schauen, was uns dann so erwarten wird. So, wir schließen die Tür. Und begeben uns zu unserem Führerstand. Schließen diese Tür. Das wollte ich nicht. Egal, wir setzen uns hin. So. Richtungswende auf vorwärts. Da fährt schon ein Kollege ab. Die Steuerung ist nicht benutzerfreundlich. Muss ich einfach mal so sagen. So. So, eigentlich sind wir jetzt abfahrbereit, warten jetzt nur noch bis 16:27 Uhr. Dies ist gleich der Fall. So.
Countdown eingeleitet. Dann fahren wir ab. Was werden wir tun? Ich habe die doch gelöst. Ja, ist ja gut. So, und so sieht das Ganze von außen aus. Natürlich ist unser ICE grün, klimaneutral. Sind ein wenig zu schnell, aber ich glaube, das kann man noch vertreten. Ich frage mich gerade allerdings, wie bekomme ich hier die Instrumentenbeleuchtung am Laufen? Das würde mich jetzt noch interessieren. So, dann können wir mal Leistung aufschalten.
Wunderschön, oder? Wunderschön. IC ist und bleibt einfach das Beste. Da kommt schon der nächste. Lass uns den noch eben reinfahren. Da fährt eine S-Bahn. Ich bin zu schnell, werde ich gleich. Also München ist auch eine wunderschöne Stadt. Bayern ist ja generell schön. Und ich war als Kind schon viermal in Bayern, habe da Urlaub gemacht. Am Chiemsee sagt man, glaube ich. In Übersee, falls es euch was sagt. Wenn der ein oder andere aus Bayern kommt, der wird das bestimmt kennen. Wir sind dort auch immer mit dem Zug hingefahren. Damals allerdings mit mehreren Regionalzügen. Sind dann immer umgestiegen. Eine ziemliche Tortur, weil ICE-Fahren damals einfach noch zu teuer war. Aber ich glaube, wenn meine Kinder groß genug sind oder alt genug sind, dann möchte ich da auch noch mal Urlaub machen, wenn es denn Corona irgendwann nicht mehr gibt. Und dann werden wir mit Sicherheit mit dem ICE nach Bayern fahren. Da freue ich mich schon eigentlich sehr drauf, weil ich sehr, sehr gerne ICE fahre, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ICE-Reisen ist einfach wunderschön. Bin zuletzt mit dem ICE nach Berlin gefahren, hin und zurück. Und mit dem ICE2, und es war wunderschön. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. So, das dürfte Pasing sein. So, dann dürfen wir gleich endlich auf 160 erhöhen. Und den 6 Kilometern haben wir dann so Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo wir dann mit Sicherheit 200 bis 250 km/h erreichen werden.
Da merkt man die 11.000 PS, die schieben einfach, das ist wunderschön. Mindestens 11.000 PS, wenn nicht sogar noch mehr. Zweihundert in 3 Kilometern. Sehr schön. So, dann wollen wir mal aufschalten. Ah, es gibt ein Problem bei Euching. Das heißt, in 3,5 Kilometern ist die Fahrt auch schon wieder zu Ende, beziehungsweise der Geschwindigkeitsrausch. Naja, wir werden es auf jeden Fall genießen. Bis dahin. So, jetzt sind wir erstmal wieder auf 160 beschleunigen.
Bin da mal gespannt, was uns noch erwartet. Zieht sich gerade etwas, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir nochmal auf 200 kommen oder sogar noch schneller. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Morgen, Kollege. Obwohl, guten Morgen. Guten Morgen ist es nicht mehr. Dann einen guten Tag. So, schauen wir mal.
Ja, es plätschert gerade so etwas dahin. Bisschen langweilig, aber naja. Ah, wir haben gelb, wir haben gelb, wir haben gelb. Das heißt, ich muss schon mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Hier noch nicht, aber jetzt haben wir wieder gelb. Da wir gerade von wenig Action sprechen. Junge Maria. Manchmal kommt es schneller, als man denkt. Ich würde dazu gerne nochmal 200 oder sogar 250 fahren. Aber im Moment ist 160 unser Limit. Aber abermals gelb. Im Moment kommt ein bisschen Action auf. Ist gar nicht mal so schlecht. Wollen wir mal ein bisschen bremsen. So, noch haben wir gelb. Das heißt, das nächste Signal ist rot. Ist jetzt das sogenannte Vorsignal, Hauptsignal rot.
Sag ich doch. Jetzt ist gelb. Ja, es wechselt sich im Moment etwas ab. Gelb, grün, rot, gelb, grün, rot. Man weiß nicht, ob man aufschalten soll, ob man es lieber lassen soll, weil man weiß nie, ob die Signale rechtzeitig umspringen. Jetzt ist zum Beispiel wieder grün. Das nächste könnte auch schon wieder gelb sein. Und das übernächste dementsprechend rot. Also man weiß nie, woran man ist hier. Zack, das nächste ist wieder gelb, das übernächste rot. Ich glaube, dass ich hier bei 90 gar nicht so falsch liege. Wenn das so weitergeht, werden das noch lange 10 Kilometer. Oder ob wir jetzt mal in nächster Zeit eine grüne Dauerwelle bekommen. Eine grüne Dauerwelle. Auch so ein Wortspiel. Grüne Dauerwelle. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Mit 90 nach Augsburg in einem ICE. Ah, gleich dürfen wir 150 fahren. Ja, was bringt das? So, ich würde sagen, das grüne Signal warten wir noch ab und dann schauen wir, was kommt. Und dann werde ich wieder aufschalten. Nächste ist rot. Und wir müssen da mal langsam ranpirschen. Jetzt ist grün.
Ne, es ist wieder gelb. Wir werden einfach mal ein bisschen Gas geben. Ein bisschen aufschalten. So, ob wir das noch bis 17 Uhr schaffen, pünktlich, in 3 Minuten, 4 Kilometer, wird knapp. Okay, ist grün. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. 80. Vorsignal, da ist schon wieder gelb. Sechzig.
Ah, wir können es sogar pünktlich schaffen. Warte. Türen geöffnet. Dann machen wir das. Auch das werden wir tun. Au, falsche Seite geöffnet. Kann passieren. So, das war's dann mit dem Szenario für heute. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus. Ciao. Und tschüss.